sieht eher nicht so gut aus. Aber ich kann hier. Worauf wartest du denn noch? Hinauf kann ich aber. Ist hier oben vielleicht irgendwas? Da ist eine Kiste. Die hat man ja von unten schon gesehen, aber das sind nur Seelen. Das sind nur Seelen. Und hier drüben? Hier drüben, Fremder! Ja. Ultan hat auch hier drüben gesagt. Haha. Gucken, was wir hier unten noch finden. Ein Zornkern. Was? Worauf wartest du denn noch? So, Bap. Aber kein Leben. Das ist doof. Flöpp. Immerhin was. Besser als nichts, aber trotzdem doof irgendwie, weil ich brauche nämlich mal Leben. Weil sonst könnte das eng werden, wenn das noch weiter so geht. Ja, Ultan, jetzt chill doch mal ein bisschen. Ein alter Krieg ist kein D-Zug. Jop. Jop. Hier drüben, verdammt nochmal. Ja, jetzt gehe ich erstmal noch auf deine Seite, wo du warst. Da ist eine Kiste, an die ich nicht rankomme. Hier drüben, Fremder! Ja, Ultan. Ich komm doch schon. Du hast ja irgendwie mir keinen Weg gemacht, um an die Truhe da zu kommen. Deswegen, ja. Ne, dankeschön. Hier drüben, Fremder! Sehr schön. Leben. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Wieder volles Leben. Das wurde auch mal Zeit, dass ich da wieder ein bisschen was bekomme. Hab ich mich ein bisschen genervt, so low HP zu sein. So. Hier drüben, Fremder! Bin doch schon da. Du hast gewonnen. Klare Sache. Diese Erweiterung erhöht die Geschwindigkeit, mit der Krieg Waffenerfahrung sammelt. Seine Rüstungsstufe wird ebenfalls verstärkt. Du hast gewonnen. Klare Sache. Worauf wartest du denn noch? Dass du die Tür aufmachst, du Knallfrosch. Das heißt, ich kann jetzt hier. Nee, das meinte ich eigentlich nicht. Wo wollte ich denn hin? Hier. Ach so, das ist ein Waffendingens. Jetzt hier. Nee, eigentlich da rein, ja. So, damit steigt das jetzt schneller in der Stufe auf, oder was? Hoffe ich mal. Du gehst nirgendwo hin, Reiter. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Abaddon wird gerecht werden. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Ich komme schon außer Puste, wenn ich mir nur vorstelle, sie zu töten. Ich setze mich lieber hin und... Beeindruckend! Schmeißt ihr Schwert nach mir, ist die blöd? Du unterschätzt mich. Du unterschätzt mich. Wer lacht denn jetzt hier so? Ist das Ultan? Jetzt ist er geschafft, oder was? Ach, das war ja easy. Chaosgestalt ist ja alles billig, ey. Könnte sein, dass du wirklich der bist, der du sagst. Die Täubchen schienen überzeugt zu sein, aber ich bin es nicht. Also noch einmal. Du kennst mich, aber ich kenne dich noch immer nicht. Die Höhle der Quälerin. Die Quälerin ist dahinter. Musste die Durchlässe versiegeln, um ihre Haustierchen von meinem Hof fernzuhalten. Die kleinen Bastarde kamen immer ohne Einladung, haben sich Dinge genommen, die ihnen nicht gehörten. Ich bin, wer ich zu sein vorgebe.
Bringe diese Quälerin um. Vielleicht schaffst du es auch aus diesem Loch heraus. Das wäre Beweis genug. Dann, so verspreche ich, werden wir uns unterhalten. Und jetzt verschwinde von meinem Grundstück, bevor noch mehr Tauben kommen und meinen Hof besudeln. Haha, ich mag Ultan. Ultan ist witzig. Täubchen. Die Quälerin. Na gut. So, hier ist wieder Eis und Ultan ist nicht dabei. Das ist nicht so gut. Weil, wo soll ich da jetzt hin? Buddeln wir uns hier durch den Schutt. Nee, ich muss wahrscheinlich dort in das Loch rein, was mir aber nicht so gefällt, weil... Wie komme ich denn wieder raus? Bam! So. Jetzt sind wir im Wasser gelandet, was dort... Achso, dort fließt es durch. Hab gedacht, das fließt nicht ab. Jetzt rennen wir erstmal eine Stunde, bevor wieder irgendwas passiert. Schön durch das nasse, feuchte Nass. Nasse Feucht. Und hinein in irgendeinen Tunnel wieder mal. Oh, schau an, Seelen. Das waren aber nicht viele, oder? Das waren nur 100 oder so. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. So ein paar Seelen. Batsch, 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 batsch. Den Weg hätte es aber auch nicht länger machen können. Wo man einfach nur läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und nichts passiert. Hier ist ein Loch in der Wand und ich bin im Becken. Das Becken. Da weißt du Bescheid. Was haben wir denn hier? Oh. Scheiße. Ich glaube, wir müssen das hier benutzen. Oh fuck. Wie jetzt? Wie kann ich denn dem Scheiß ausweichen? Fuck, ey. Ah ja. Drüber hüpfen es ist. Ha. Gar nicht so easy. Ah, leg doch mal die Scheiße schneller ab, Mann. Wow, wow, wow. Hey. Na komm, irgendwann muss es doch mal. Miau. Ich glaube, du hast sie lediglich verärgert. Mehr nicht. Lass sie uns suchen und die Arbeit zu Ende bringen. Und dieses Mal spielst du nicht mit ihr herum. Hm. Ha. Wie mies. Böses Viech. Böse Quälerin. Oh, guck mal an. Toter Engel. Wie spät ist es hier? 3:30. Alles klar. Ja, wo gehen wir denn jetzt als erstes hin? Rechts oder links? Oh. Truhe. Na.
die 100 Seelen, ey. Ist ja nix. So, gehen wir erstmal hier lang. Gucken, ob wir da rauskommen. Wieder bei einer Truhe mit ein paar Seelen. 100 Stück an der Zahl. Was nicht wirklich viel ist. Da ist so ein Eisding, das heißt, wir kommen dort nicht weiter. Hier ist noch eine Truhe. Wieder 100 Seelen. Das ist ja eine Truhe an der anderen, meine Güte. Aber wir müssen dann jetzt woanders hin. Weil dieses Eisding können wir noch nicht viel anfangen. Und Ultan haben wir nicht dabei, dass er das kaputt macht, also jo. Gehen wir doch erstmal hier lang. Leben brauche ich, denke ich mal, noch nicht. Das ist noch relativ voll. Sind hier irgendwelche Bomben dran irgendwo oder so? Ne, sieht nicht so aus. Können wir mal hier lang. Hangelnsens. So. Ist alles so still hier. Ein stilles Örtchen. Aha. Ah. Da ist schon wieder Eis. Wo soll ich denn jetzt weitermachen? Ach, hier links kann ich noch. Okay. Ih. Was sind das denn für Dinger? Sieht irgendwie ein bisschen aus wie Aliens. Tja, ich glaube, ich muss nach unten. Easy. Kleinen Viecher da. Wupp. Ist das doch irgendwo so ein rotes Ding? Sieht nicht so aus. Okay, dann muss ich jetzt wohin? Hier ist nix. Vielleicht unter Wasser irgendwas? Ne, nur Aale. Schwimm weg vor mir. Hey, ihr Drecksviecher. Da ist noch einer. Hab ich genau gesehen. Kollege. Ah ja, hier geht's weiter vielleicht. Hier kann ich nach oben klettern immerhin. Ja. Sieht gut aus. Hier geht's auch rauf. Sind wir jetzt gelandet? Ah, hier ist ein Hebel. Ist doch schon mal ein guter Ansatz. Drehen wir den doch einfach mal. Ich sehe euch, Täubchen. Ne, das sind ja keine Täubchen. Die sind auf der anderen Seite drüben. So, jetzt muss ich hier und da Feuer entfachen, oder? Und dann? Ah, jetzt kann ich hier rüber. Ihr Mistviecher, Elenden. Aber das reicht doch niemals, oder?
Das reicht doch niemals. Was muss ich denn jetzt machen? Vielleicht, wenn ich hier in der Mitte drin stehe. Vielleicht reicht es dann. Aha. So reicht's, so reicht's. Jetzt muss ich nur noch mal durchtauchen. Halt, nee, das war die falsche Seite. Dann über muss ich. Nochmal durchtauchen und dann kann ich da drüben den Knallkörper aktivieren. Das ist sehr gut. Wo muss ich hin? Hier, da. Hier ist es. Oh, da war ein Fisch hinter mir. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie der Fisch sich rangesneakt hat? Wollte mir gerade in den Arsch beißen. In dem Moment bin ich nicht davon gesprungen. Tja, war ich schneller. La 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 la, hinüber, hinüber, runter und hier rüber. Dann kann ich das Ganze mal in die Luft jagen. Wupp. Plöpp. Plöpp. Bum 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 bum. Abuff. Und ich darf hindurch. Hadem. Was haut denn dort ab? WTF? Okay, sowas macht mir mal Angst. Irgendwelche Sachen vor mir wegrennen. Das war ein Resident Evil. Da war das immer schlimm. Wenn irgendwas vor dir weggerannt ist, im nächsten Moment ist man irgendwie getötet worden oder so. Na gut, gehen wir erstmal dort lang. Und da kommt's raus. Und was willst du jetzt von mir? Oh, scheiße. Da kann den Sensen-Klingenangriff, den ich kann. Ah ja, aber klar, dass die Zweier kommen. WTF, ey. Mädels. Was war denn das jetzt für eine Attacke? Das war ja mal fancy. Halt die Klappe. Puh. Die sind relativ flink, die Viecher. Immer so einen schnellen Klingenwirbelangriff, den ich halt das hier. Nur ein schnell. Und sind dann wieder weg. Gar nicht so easy. Die Mistviecher. In Bewegung bleiben. Oh, jetzt bin ich hier auf der anderen. Nee, wo bin ich denn jetzt? Ist was. Aber da gehe ich noch nicht runter, weil ich kann das Eis noch nicht wegmachen. Wo bin ich denn jetzt hier? Was? Ach, bin ich jetzt in die falsche Richtung gegangen, oder was? Ja, super. Ganz große Klasse. Genau falsch rumgelaufen. Oder war eine Tür, hä? Naja, wie auch immer. Treten wir diese Tür ein. Wupp. Oh oh. Das sieht von einem Raum aus, wo irgendwas Schlimmes passiert. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Ihr Mistviecher, Elenden. Ach, scheiße. Der hat mich auch noch erwischt, da jetzt her. Jetzt aber, auf die Fresse, du Mistviech.
die... Na, so langsam muss er doch auch... Oh. Mann. Jawohl, geschafft. Der Klingengeysir ist schon ziemlich cool. Der macht echt viel Schaden. Kann man nicht meckern. Was ist hier? Ein Trüllchen. Und was ist drin? Ein Abgrundrüstungsteil. Not bad, not bad. Was haben wir hier drin? Leben, auch gut. Das brauche ich jetzt gerade wieder ein bisschen. Zwei Lebensbalken waren es weg. So, hier kommen jetzt bestimmt auch wieder Fischis, oder? Ja, wusste ich doch. Hallo, Fischi. Irgendwie kann man unter Wasser ziemlich schlecht steuern. Das ist ein bisschen komisch. Und hier nach oben. Hallo? Jemand zu Hause? Toll, da kann ich nicht durch. Hier bin ich rausgekommen. Also muss ich jetzt hier rein, oder was? Immer nur im Wasser her. Was ist denn das? Oh, shit. Wieder diese Mistviecher. Da kommt eine Strömung, gegen die ich nichts machen kann. Ah, hier geht's noch weiter runter. Ist ja alles nur im Wasser hier, WTF. Und wohin? Dahin? Oder doch eher woanders? Ne, hier ist erstmal nur eine Kiste. Aber das ist auch ganz gut. Schnitter, dieser Erweiterung mit der Anzahl der Seelen, die von erschlagenen Feinden eingesammelt werden. Auch nicht schlecht. Wo haben wir denn? Wo müssen wir denn? Was ist denn das hier? Für ein Mist. Seelen. Zorn. Ein Zornkern. Okay. Ah ja, cool. So, jetzt kann ich hier wieder irgendwas aus- oder einschalten. Ach, den Ventilator, da ist die Strömung weg. Da kann ich so zurücktauchen und dort lang tauchen. Das ist gerade irgendwie nervig mit dem Tauchen hier. Oh. Das Tauchen macht keinen Spaß. Vor allen Dingen, weil das Unterwasserkämpfen so ätzend ist. Oh, fuck. So, jetzt hier lang. Und nach oben. Und wo geht's jetzt hier raus? Hier. Das finden wir jetzt hier einen Schlüssel bestimmt. Ja, genau. Den Schlüssel. Jetzt kann ich wieder zurücktauchen und die Tür aufmachen. Oh Mann. Das war jetzt aber auch nicht mal irgendwas Schlimmes, ein übster Kampf oder irgendwas. Das hätten sie sich auch sparen können. Das war einfach nur Zeit schinden sozusagen. Spielzeit schinden. Und nerviges unter Wasser rumtauchen, was nervig ist. Hm. Wo bin ich denn jetzt? Oh oh. Das sieht nach einer bösen Arena aus. Was sind das? Ist das ein Handschuh? Tatsache. Oh, jetzt kann ich das Eis wegmachen.
Ein kampfgeschundener Handschuh, der alles erbeben lässt. Wenn er aufgeladen wird, zum Aufladen des Handschuhs rechte Maustaste gedrückt halten. Oh oh. Was ist denn das für ein Mistviech? Fuck you. Oh Scheiße. Oh Gott, was ist denn was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh, jawohl. Töten, töten, töten. Erstmal das Riesenvieh weg. Ich sehe gar nicht, hallo? Ha! Rodeo! Wow, wow! Ah, fuck! Geh doch einfach weg, Mann! So Scheiße hier. Noch eins! Wieso bin ich denn jetzt raus aus der Gestalt? Fuck you! Jetzt wirft's mich doch gleich wieder ab, oder? Ich sehe hier nichts, Mann. Aua! So ein Krüppelvieh. Mann! Jetzt aber, oder? Achso, ich hab dem nur ein Horn abgeschnitten. Ah, und jetzt das andere Horn und dann den Kopf, okay. Mistviecher, ey. Alter! Also das Vieh war echt krass. Das ist vor allen Dingen dann übelst wütend geworden.